Okay, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. In der Nacht war eine kleine Fee bei uns. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Es ist aber lieb von ihr. Sie hat gleich das ganze Feld gemacht, die ganze Nacht noch. Ach, kleine liebe Fee. Das ist niedlich von dir. Kann man gleich wieder ein bisschen mehr anbauen. So. Noch irgendwas, was ich ernten kann? Na, natürlich, ein Hopfen wieder. Ach, Gottchen. Ach Gottchen, ja, mit dem Hopfen habe ich mir ja was angetan. Jeden Tag. Naja. So. Und so. Perfekt. Ach Gottchen, was habe ich eigentlich hier angebaut? Ich habe es schon wieder vergessen. Irgendwas ganz Tolles, was ganz lange braucht anscheinend. Ach. Kann man ja noch warten. Ja, und die Tiere habe ich natürlich wieder vergessen einzusperren über Nacht. Die rennen jetzt wieder wild herum. Ist natürlich jetzt nicht so ideal, aber wenn Robin fertig ist, können wir dann oben die Gebäude abreißen. Und dann dürfte das auch alles kein Problem mehr sein. Okay, hier kriegen wir auch bald ganz viel Kohle raus. Und wie geil das einfach alles aussieht, ne? Ich kann schon ein bisschen auffüllen mit Questdata. Hier müsste ich noch was reintun. Also könnte ich, sollte ich. Wäre eine gute Idee, wenn ich es täte. So, oh. Die Tiere schon von alleine den Weg hierher finden. Oh, süß. Oh Mann. Na komm. Ach Mann, immer noch diese Kleingoat-Milks. Gebt euch doch mal Mühe. Guck hier, Large. So geht das. Oder? Hä? Da kommt ihr doch mal stehen. Sehr schön. Guck, habt ihr das gesehen? Da könnt ihr euch auch eine Scheibe von abschneiden. Okay. Ist hier oben noch irgendwas? Bestimmt, aber ich weiß gerade gar nicht, mit dem ich hier noch reden muss. Ich schaue einfach mal alles an, was hier gerade irgendwie rumläuft. Ah, da oben ist noch was. Ah, stimmt, die Pilze habe ich auch noch. Ich vergesse immer die Pilze, ne? Die sind so dermaßen unwichtig. Sehr schöne Sache, das. So. Haben wir schon geredet? Ja. Darkwing Duck. So, eins Risiko. Ah, und trotzdem haben wir gestern wieder ganz viele was gegessen hier, ne? Wo sie draußen rumrennen. Ich hoffe, es wird dann anders sein. Bald. Sie direkt das Futter vom Haus haben und dann alles so wack snacken. Ich hoffe, es klappt auch alles so, wie ich mir das vorstelle. Mal gucken. Und hier auch alle gut. Sehr schön. Hier müsste Robin drin sitzen und bauen. Ja, tut sie auch. Wir geben ihr mal Goat Milk. Vielleicht mag sie ja Ziegenmilch. Vielleicht auch nicht. Danke. Das ist wirklich, wirklich toll. Aha. Ich frage mich, was passiert, wenn ich eigentlich hier einfach mal so aufmache? Ich meine, rein theoretisch könnten die auch hier reingehen. Ich weiß halt eben nicht, wie die zugeordnet werden. Könnt ihr mit mal aufhören? Ich kann auch gerne euch hier aufmachen. So ist es jetzt auch nicht, aber... Na, mal gucken. Wir tun das mal alles wieder weg. Rein. Verstauen. Ich habe jetzt auch eine Idee, was wir heute machen könnten. Ich mache derzeit sehr viel auf der Farm. Tut mir leid, falls das euch irgendwie stören sollte. So. Kurz überlegen. Der Weizen, den tue ich hier oben mit rein. Weizen brauche ich auch fürs Dingens, ne? Fürs Community Center. Hier die Melonen. Ah, das dauert noch ewig hier. So. Wo war das jetzt? Fisch braucht man nicht. Da. Haben wir auch bald voll. Das haben wir auch bald voll. Ich brauche noch die Trüffel. Es könnte noch ein bisschen schwieriger werden. Hier, 10-mal Weizen. Und diese blöde Hasenpfote. Gut, nehmen wir mal 10-mal Weizen raus. Haben wir noch nicht so viel auf einem Stack. Na gut, ist nicht schlimm. Kriegt man noch zusammen. Okay, dann die Pilze müssen auch noch rein. Wenn dann richtig, ne? Wenn dann richtig. Die Pilze waren in der Mitte, ne? Du, bab.
So. Und noch eine Starfruit. Vielleicht machen wir jetzt auch gleich alles. Pip kriegt auf jeden Fall ihr komisches Thirsty bla 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 Ding. Weil sie ja durstig ist, noch immer. Seit schon fast einem Jahr. Kriegt man wenigstens die eine Quest mal zu Ende. Hoffentlich steht sie hier. Ja. Ja. Nein. Du sollst es ihr geben. Nein. Danke. Ah, gib mir das. Oh ja, das ist der Stoff. Nuts of Treefless and Pine. But before Robots. Ja. Ich bin so nett. Jetzt gebe ich dir nochmal einfach so eins, weil ich gerade zwei hatte. So, kriegt man ein bisschen Geld und Pam ist glücklich. Fresh Fruit. Was muss ich dauern? Oder Pufferfisch. Okay, Starfruit kriegt man jetzt hin. Ja, ich würde eigentlich jetzt an meiner Farm arbeiten aktiv. Man sieht, wie krass aktiv ich gerade an meiner Farm arbeite. ja, wir suchen erstmal Kent gleich. Oh, neues Dingens? Nein. So, wo ist denn der liebe Herr Kent? Das ist zu Hause. Stimmt, da kann er nichts mit sich anfangen. Hey. Hey, mein Neffe Shane has been staying at the place in the last few months. Ja, das ist toll für ihn. Hier hast du was geschenkt. Weil ich so nett bin. Was Besonderes noch? Nee. Gut. So, Herr von und zu Kent. Gehört dir wohl eine Starfruit? Oh! Ah! Er ist auch da. Da ist Zebby. Jetzt brauchen wir noch einen Drummer. Oh, hi Susan. Sebastian und ich haben gerade eine kleine Tram-Session. Ja, wir wollen eine Band gründen. Und wir wissen aber noch nicht, was für eine Art von Musik wir machen wollen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Sag mal, Susan, was für eine Musik magst du denn so? Glückliche, freudige Popmusik, experimentell klingender Rock, energievolle Tanzmusik, honky-tonky Country Music. Boah, wir nehmen mal. Boah. Wir nehmen einfach mal die Rockmusik. Weißt du was, Susan? Ja, das ist genau das, worüber ich auch nachgedacht habe für unsere Band. Was denkst du, Sebastian? Sebastian, sollen wir Rockmusik machen? Okay. Danke für die Hilfe, Susan. Mit meinen Gitarre-Skills und Sebastians zauberhaften Synthesizer werden wir. We are gonna be a screaming success. Werden wir sehr viel Erfolg haben. Screaming success, schreiender Erfolg. Werden wir ein schreiender Erfolg. Ja, ich bin davon überzeugt. Wir brauchen nur noch jemanden, der für uns die Drums spielt. Wie war's mit Abigail? Jetzt nur so als Idee. Ich meine, Abigail würde doch gut passen. Ich weiß nicht wieso. Oh, jetzt ist Sebastian auch schon wieder weg. Okay, und Sam ist gerade dabei, Gitarre zu üben. Mag Sam vielleicht Sashimi? Oh, danke, das gefällt mir. Yeah. So, und kriegst hier deine Starfruit. Lass es nicht Judy sehen. Sie sieht sehr saftig aus. Sie wird es lieben. Ich danke dir vielmals. So sind wir. Wir sind gute Nudeln. So. Noch ein bisschen Müll rumgraben. Okay. Und weiter geht's. Oh Mann. Man gibt sich Mühe. Hey, hey, hey. Magst du Goat Milk? Liebe Lea. Oh, das ist ein wirklich tolles Geschenk. Danke dir. Die Geräusche von Farmtieren sind toll. Ja, ich kann mir nichts Besseres vorstellen als die Geräusche von Farmtieren. Danke, Lea, für diese tollen Worte. Gut. Jetzt würde ich sagen, wir machen mal ein bisschen weiter mal nach Farm. Wir haben noch ganz viel Zeit heute. Wir haben aber schon wieder einiges geschafft. Ich bin stolz auf uns.
dann läuft, ne? Okay, ich würde das nämlich alles hier ein bisschen weiter nach oben bauen schon mal. Denn ich möchte dann... Ich habe jetzt hier die Böden. Wo sind sie denn? Hier. So. Straw Floors. Eigentlich auch keine schlechte Idee. Das finde ich irgendwie auch voll cool. Muss ich mal gucken. Wood Floors, Straw Floors. Da könnte ich nämlich hier vielleicht noch irgendwas machen. Zum Beispiel das Bienenfeld würde ich gerne hier machen. Dafür müssen wir allerdings hier ein bisschen Platz schaffen. Ist auch schon Sommer, ne? Krass, wie schnell die Zeit rumgeht. Dass wir das hier irgendwie anbauen. Natürlich mit schönem Gras drumherum und so ein Scheiß. Schauen wir mal, wie wir das machen. Aber die Bäume schon mal fällen, ist, denke ich mal, keine schlechte Idee. Vielleicht will ich auch noch dieses Slime-Ding irgendwann bauen. Da wäre es vielleicht auch eine gute Idee, mir vorher zu überlegen, wohin ich das setze. Vielleicht setze ich das sogar zuerst hier hin, bevor ich mich um die Bienen kümmere. Das kann ich als nächstes mit Robin dann in Angriff nehmen. Aber das hier, also hinten den Platz ein bisschen frei zu halten, ist, denke ich mal, nicht das Schlechteste. Ich auf jeden Fall tun. Ich hoffe, dass bald die ganzen eingelegten Sachen fertig sein werden auch. Beziehungsweise die Marmelade. Dann, wenn ich wieder ein bisschen Geld mache, mir auch wieder entsprechend, ja, Saatgut und Ähnliches kaufen können. Das kann ich mir auch gar keine Erweiterung mehr leisten. Da wollte ich mir wirklich als nächstes das Slime-Ding bauen erstmal. Das irgendwie hier oben hinsetzen, das finde ich ganz nice. Ups. Muss ich halt eben gucken. Ich will es nicht zu nah an den Schrein von meinem Großvater stellen. Vielleicht so ein bisschen versetzt, dass hier oben so ein kleiner Platz frei ist oder so. Muss ich schon noch gucken. Lass mal die ganzen Bäume weg und so. Wow. Die ganzen Tiere auch schon freiwillig hier auf die Wiese gehen. Finde ich cool. Das gefällt mir sehr. Oh mein Gott, the train is passing. Don't worry. Wir könnten dann auch bald mal wieder in die Dungeons gehen. Das war auch eine Option. Wir haben mal ein bisschen Geld, um den Zug zu nehmen, um den Bus zu nehmen. Schauen wir einfach mal, ne? Ich wollte zu viel Geld haben bald. Ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn wir dann die den Brown fertig haben, die große Scheune und hinten alles abreißen können, dass dann die Tiere ganz umziehen. Das sind nicht mal hier wie jetzt die Ente jetzt hier irgendwo, die hier ein bisschen rumwackelt. Ist doch eine Ente, oder? Nee, Ivy Chicken ist das, aber ich habe eine Ente gehört. Weil die rennen hier ein bisschen wild hin und her und das ist vielleicht auch doof. So, das hier oben würde ich gerne halt eben freilassen. Vielleicht so auf einer Linie mit dem hier so. Das ist dann hier unten. Vielleicht sogar auf einer Linie mit dem. Dann hier einen Weg rüber baue und hier. Hier so auf die Ecke. Hier so hin vielleicht sogar. Das Dingens kommt. Das sind im Slimes und dann haben wir hier den ganzen Streifen allerdings auch noch frei. Muss ich gucken. Vielleicht baue ich noch einen zweiten Stall hier hin oder so. Ah, das war so die große Frage. Die Frage ist halt auch, wie man das mit den Tieren organisiert, wo die hin sollen. Zum Beispiel jetzt hier Chicken. Da kann ich da reingehen und sagen, irgendwie dann die Tiere festlegen, die da drin leben sollen. Geht das irgendwie? Das wäre cool. Ich wüsste jetzt aber nicht wie. So ein Menü dafür gibt es, glaube ich, nicht. Was haben wir denn hier alles? Ach, das sind hier die Achievements. Catch every fish, ship every item. Ah, Millionär, kriegt man auch noch hin. Oh. Da fehlt uns auch noch ein bisschen was. Oh, hier fehlt uns noch einiges. Wow. Hätte ich nicht gedacht. Ach, wir wollten noch Geoten öffnen, ne? Ah, eh zu spät jetzt. Na, die Frage ist halt, wie ich das festlegen kann, wo die Tiere leben sollen. Ist ein bisschen doof. Mein Gott, ich glaube, mein Wallet kann noch viel mehr rein, weil hier noch so viel Platz ist. Na, was mal alles sehen. Also, generell, wie weit bin ich denn? Das ist voll. Mein Ding ist auch bald voll. Combat auch. Fishing braucht noch ein bisschen. Ja, das Angeln, das mache ich ja immer mehr so offscreen. Und damit belästige ich euch ja nie so direkt. Wobei ich finde eigentlich Angeln, ich hatte ja eigentlich Angeln so ein Spiel, das nervt mich immer, aber hier finde ich geht's. Besonders halt auch nachdem ich die Erweiterung hatte. Nachdem ich die Mod installiert hatte, womit es einfacher geht. War es nicht ganz so pain in the ass. Das war wirklich sehr frustrierend am Anfang. So.
Würde ich sagen, würden wir morgen oder generell in der nächsten Folge die Geoten mal wieder öffnen, die wir haben. Und vielleicht auch wieder mal kämpfen gehen. Schauen wir mal. Gut. Alle zufrieden, alle glücklich. Sind alle drin? 1, 2, 3, durchzählen. Ja, mach mal zu. Sind hier alle drin? Auch. Sehr schön. Gut, da bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr zugeschaut habt. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, wenn es wieder heißt, wie mit Let's Play Stardew Valley. Ich schau nochmal ganz nebenbei. Vielleicht sind unten die schon fertig. Nein, naja, okay. Jedenfalls trotzdem, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bye.